So, herzlich willkommen zum letzten richtigen Vortrag vor dem großen Q&A bei der 13. FrostCon im Jahre 2018, zweiter Tag Networking Track. Neben mir jetzt als Alleinunterhalter, ausnahmsweise das erste Mal. Wie viel Vortrag ist das? Der achte Vortrag, ich glaube, das gab es bei der FrostCon auch noch nicht. Maximilian Wilhelm, tagsüber ist er nicht nur Networker und Open Source Hacker, sondern, nein, ich kann es immer noch nicht auswendig, sondern Senior Infrastructure Architect an der Uni Paderborn. Und jetzt zeigt er uns das, was er nachts macht. Er ist nämlich Open Source Frickler und, nein, kommunistischer, Kommunistennetze Frickler. Ich baue kommunistische Frickelnetze, bitte. Dankeschön, ich bin ein bisschen müde. Und ihr könnt ihn auch als Freelancer buchen und stundenweise Zeit mit ihm verbringen. Und jetzt habt ihr eine Stunde ihn nur für euch, für kostenlos. Danke, Florian. Das habt ihr gerade schon gehört. Darum wird es jetzt ungefähr gehen. Was kann so ein Linux so? Meiste davon habt ihr schon gehört. Wie baue ich mir so ein SDN zusammen? Ein Do-it-yourself-SDN mit Python-Modulen und wie steckt man das zusammen? Aber warum machen wir so einen Scheiß überhaupt? Das Slide-Layout sieht jetzt ein bisschen anders aus, weil das ein bei mir selbst geklauter Vortrag ist aus dem Freifunk-Umfeld. Ja, so ähnlich habe ich den auch schon mal irgendwo gehalten. Deswegen steht da oben auch dieses Freifunk-Logo vom Freifunk-Hochstift. Der hat so seinen Hauptsitz in Paderborn. Das ist so ein Ausschnitt aus dem City-Bereich mit ein bisschen mehr. Das war mal so vor anderthalb Jahren unser geplantes Richtfunk-Backbone. Jeder Knubbel da drin ist ein Richtfunkstandort. Das heißt, da steht ein Backbone-Router, was ziemlich genau so eine Box da ist. Davon haben wir ungefähr 20, 30 Stück da am Start. Oder wollten wir damals so aufbauen. Davon haben wir jetzt mittlerweile eine ganze Menge. Jede blaue Linie ist eine Richtfunkstrecke, sprich 5 GHz Richtfunk hätte das werden sollen, wenn es mal fertig ist und wenn da kein Baum, Haus, Berg im Weg ist. Klammer auf, nein, das hat so nicht geklappt. Sieht ein bisschen anders aus. Aber wenn ich so ein Netz fahren möchte, plus noch ein paar andere Standorte, hier sitzen die Jungs von hinter den 7 Bergen bei den 7 Zwergen im Warburger Land. Da gibt es ein bisschen ähnliche Infrastruktur, das heißt, das Ganze ist noch größer. Wir haben ein paar Serverchen in Deutschland verteilt stehen, die per OpenVPN angebunden werden wollen. Das will ich alles nicht zu Fuß machen. Das mache ich eh schon nachts, das muss schnell gehen und verlaufen. Das heißt, das Ganze will man automatisieren. Und jetzt? Was haben wir denn schon? Wenn wir uns die Standard-Linux-Bordmittel angucken, haben wir schon so alles schon gehört jetzt. VRFs haben wir in der Hand, MPLS hätten wir, wenn wir wollten. Wir haben WLAN-Aware-Bridges, wir haben Gre-Tunnel, IPsec, wenn wir auf Schmerzen stehen, OpenVPN oder WireGuard. Letzteres habe ich mir noch nicht angeguckt, steht aber noch sehr weit oben auf der Liste. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Oh, es gibt Wasser. Dankeschön. Netzwerkkonfiguration unter Linux. Linux heißt bei mir immer Debian, weil ist beste Distro von Welt. Mindestens während dieses Vortrags. Kommt mit if down daher. If up down daher, was schon seit, ich glaube, seit 15 Jahren mehr oder weniger unverändert die Netzwerkinterface konfiguriert. Das kann ich aber blöd automatisieren. Das ist ein klassisches Linux-Tool, das heißt, das liest eine Config-Datei ein. Die zu generieren ist jetzt keine allzu große Herausforderung, das ist ein Stück Text. Was dann ein bisschen blöd ist, ist dann die Netzwerkinterfaces neu zu konfigurieren, entsprechend der neuen Config. Jetzt kann ich die Brechstangenmethode oder Dampfhammermethode nehmen und sagen, komm, einmal alle Interfaces dekonfigurieren, aber wieder da. Dann haben wir wieder das Ding mit Mistgabeln und Fackeln und Katzenbildern. Das ist alles doof. Es gibt kein Tool für Reload. Das hat noch niemand gebaut, zumindest meines Wissens für if-up-down 1. Wäre auch gar nicht so einfach. Wenn ich jetzt nur noch die neue Config habe, müsste ich mir angucken, was ist der Status, was davon ist jetzt da nicht mehr drin, was muss ich abräumen, was muss ich dann neu konfigurieren, in welcher Reihenfolge muss ich das tun. Das wäre schon ein bisschen mehr als ein Einzeiler in der Shell. Aber zum Glück haben die Damen und Herren von Cumulus Networks das Problem auch schon gehabt und für uns gelöst. Das nennt sich dann IfUpDown 2. Das ist ein sich sehr ähnlich anfühlendes Tool, was in Python geschrieben ist, mit Add-ons daherkommt, die man auch leicht selber schreiben kann. Da ist eine Frage oder ein Kommentar oder beides. Ganz vorne. Plugin Replacement.
vor allen Dingen. Also ich kann es installieren und kann meine alte ETC Network Interfaces einfach weiterverwenden. Bis ich es gepatcht habe, war das nicht für alle Anwendungsfälle richtig. Okay, also das war so das Versprechen. Aber gut, wenn es jetzt ein Patch drin ist, ist es ja gut. Bis vor anderthalb Jahren konnte es keine Tunnel. Die Slide kommt noch. Mittlerweile würde ich für alle Anwendungsfälle, die ich kenne, diese Aussage unterschreiben, dass es ein Drop-in-Replacement ist. Mir ist, glaube ich, nichts mehr vor die Füße gefallen. Wobei doch manche Syntax ist ein bisschen anders. Manche alte if-up-down-1-Syntax unterstützen sie nicht. Bei Bridges und Channeln zum Beispiel. Die neue ist strukturierter. Also die neue ist besser, aber die alte ist nicht immer abgebildet. Also nur installieren und rebooten und hoffen würde ich nicht tun. Aber das neue Tool ist trotzdem cool. Also ist eine Reimplementation, ist Open Source, liegt auf GitHub und die Damen und Herren akzeptieren auch Pull Requests. Also keine volle Feature-Parität. Mittlerweile könnte man das schon fast behaupten. Was das Ding kann, ist Dependency Resolution. Das kann if-up-down-1 nicht. Der arbeitet von oben nach unten die Config-Datei ab, der alte, und konfiguriert in der Reihenfolge. Wenn ich also erst meine Bridge definiere und danach das WLAN-Interface, was da rein soll, dann setzt er mir die Bridge auf und mault da schon, dass das WLAN noch nicht da ist. If-up-down 2 findet das raus, der liest einmal die komplette Config ein, passt das, baust sich intern einen Baum und weiß, was er in welcher Reihenfolge machen muss. Das heißt, ich kann das Ding auf einmal zum Beispiel alphabetisch sortieren und finde mich da besser drin zurecht. Es gibt if-reload. Dem sage ich, guck mal, da ist eine neue Config, mach mal, dass das Realität ist. Üblicherweise funktioniert das ziemlich gut. If-reload-a sagt, lies mal ETC-Network-Interfaces neu ein, guck dir an, was ist Phase, räum den alten Scheiß ab, bau den neuen Scheiß neu und dann ist das so. Damit ist das Problem gelöst. Es unterstützt VRFs, das kann if-up-down 1 glaube ich nicht. Wie VXLAN habe ich mal versucht, in if-up-down 1 reinzupatchen, irgendwann sagte Falk, wieso, da gibt's doch das mit der 2. Ist aufgehört, VLAN-Aware Bridges kann das 1er glaube ich auch nicht. Und PPP hat, ich glaube, ein deutscher Admin als Add-on gebaut. Das ist mittlerweile auch drin. Alles, was einem fehlt, kann man da selber sehr schön reinpatchen. Das hat schon eine Plugin oder Add-on, nennt sich das, Struktur. Das kann man da reinlegen. Für Freifunk brauche ich Batman. Das ist so ein Layer-2-Mesh-Protokoll. Packt Layer 2 in Layer 2 ein. Nach dem, was wir in den letzten Talks gehört haben, ist die Begeisterung dafür eher überschaubar. Aber das ist halt der de facto Standard für Freifunknetze. Das brauchen wir. Tunnel habe ich da reingepatcht, dass man an Bridge-Interfaces einen Namen angeben kann oder eine Regex angeben kann, welche Interface er dann nicht rausschmeißen soll. Weil im Zweifel, wenn er die Config neu lädt, schmeißt er Sachen raus, die da nicht drinstehen. Das ist für Virtualisierungshosts vielleicht ein bisschen doof, wenn man da automatisch dann Sachen von libvirt in die Bridge reinstecken möchte. Das kann es mittlerweile auch. Wie VXLAN ist auch schon supportet, dass ich sagen kann, worüber das rausgehen soll. Das Einzige, was noch aussteht, ist das im, ich glaube, heute Morgen gezeigte VETR0-PNAME setzen. Wie sieht sowas aus? Zum Beispiel so ein VXLAN-Interface zu definieren, ist relativ überschaubar. Was für eine ID habe ich? Worüber soll es rausgehen? An welche Multicast-Adresse schicken wir das? Welche MAC-Adresse soll das VXLAN-Interface haben? Ist ja ein Layer-2-Interface. Und was für eine MTU soll das Ding haben? Das haben wir also schon mal fertig. Da müssen wir uns nicht drum kümmern, das können wir benutzen. Layer 3, die ganzen Protokolle haben wir schon. OSPF, ISIS wäre da, BGP ist da. Nehmen wir doch einfach mal den Bird, der kann das alles. Und irgendwann kann BioRouting das vielleicht auch. Das heißt, das ist auch ein gelöstes Problem. Ich kann mir das also per Hand schon alles irgendwie zusammenstöpseln, was ich gerne hätte. Jetzt müssen wir das eigentlich nur noch wegautomatisieren. Ansonsten ist der kleine Junge sehr unglücklich. Das wollen wir nicht. Dann müssen wir Fragen beantworten, die wir nicht wollen. Das ist alles nicht schön. Eine der vorhin im letzten Talk genannten Lösungen war SaltStack. Das ist eine Open-Source-Implementation. Ich glaube, die gibt es auch mit Business-Support von, ich glaube, Salt heißt die Firma. Kann man auch kaufen. Kann eine ganze Menge. Kann Pakete installieren, deinstallieren. Kann Configs-Files entweder die einfach so da liegen hinkopieren oder kann sie auch generieren anhand von Templates. Ich kann Systemd-Unit-Files anlegen, starten, stoppen, restarten, nachdem ich eine Config geändert habe. Also sprich, wenn du die Datei geschrieben hast, startest du bitte den Dienst neu. DHCP braucht das zum Beispiel. Kann mein Netzwerk konfigurieren, kann Zertifikate verteilen etc. pp. Das ist alles in Python geschrieben. Das heißt, wenn ich dieser Sprache mächtig bin, war gerade bei if-up-down 2 schon hilfreich, kann ich mir auch hier eigene Module bauen, kann da eigene Funktionalität reinstecken. Was das Ding nicht mitbringt, kann ich mir da selber reinstecken. Wie denkt das? Salt denkt in State.
States. Ein State ist eine Sammlung von Aktionen. Zum Beispiel ein State könnte sein, konfiguriere mir doch mal ein Bird, kommt gleich ein Config-Beispiel, wie das aussieht. Installiere das Paket, leg die Datei an, leg die Datei an, leg die Datei an und danach rufst du bitte einmal Bird C Configure auf, damit das Realität ist. Das alles in einem State. Wenn die Datei schon genau so aussieht, dann fasst er die nicht an. Wenn er irgendwas geändert hat, konfiguriert er den Bird neu, alles ist gut. Die States schreibe ich im YAML-Format und kann da alle möglichen Dinge drin aufschreiben. Paket installieren, Services an, ausmachen, Dateien ändern, aus diversen Quellen Benutzer anlegen und so weiter. Ich kann auch Abhängigkeiten bauen. Das heißt, ich kann sagen, bevor du den Bird konfigurierst, konfigurierst du bitte die Netzwerkinterface, damit der auch hochkommt. Was ganz praktisch ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel die OSPF-Config nehmen, könnte das ungefähr so aussehen. Diese Datei legst du bitte an, also etc/bird, birdd, igmp-config, igp-conf. Diese Datei ist gemanagt, die ziehst du dir aus dem internen Repository, aus dem Pfad. Das ist ein Jinja-Template, ist auch in Python geschrieben, ist eine Templating-Sprache. Wir übergeben den Parameter Proto in das Template, nämlich dass wir jetzt IPv4 wollen, könnte auch V6 sein. Darunter heißt das, wenn hier was geändert wird, dann rufst du bitte das Kommando bird-configure auf, was unten drunter definiert ist. Und bevor du die Datei schreibst, siehst du zu, dass das Verzeichnis da ist, das steht oben drüber. Und der Service soll dann bitte auch laufen. Komplettes Beispiel steht unten drunter als URL. Alles, was ich hier erkläre, ist auf GitHub. Also diese zwei Jahre lang die Nächte meines Lebens sind auf GitHub dokumentiert. Dann gibt's noch so einen Pillar. Das eine war jetzt gerade, was soll er tun? Und mit welchen Templates? Irgendwo müssen noch Informationen herkommen. Was soll in diesen Templates drinstehen? Das ist im Salt das Pillar. Das ist so ein strukturierter Key-Value-Store. Kann ich mir vorstellen als Baum. Letztlich ist es eine große YAML-Datei, wenn ich so will, die ich aus vielen Dateien zusammenstöpseln kann. Das ist relativ ähnlich zu Ansible. Das wird ausgewertet und als YAML gelesen. Und diese ganzen Daten kann ich mir aus Templates einlesen. Das heißt, ich habe dann nachher irgendwo so einen riesen Config-Baum, habe da zum Beispiel alle meine Knoten drin, also alle meine Routerchen zum Beispiel, die haben einen Unterpunkt, was für Rollen haben sie, ist das ein Route-Reflektor, läuft da, ist das überhaupt ein Router, ist das ein Webserver, ist da ein DHCP-Server drauf, soll das Ding normale Access-Netze haben, etc. pp. Das ist vorgesehen für irgendwelche Keys. Also Dinge, die ich nicht in Config-Dateien in meinem Repository haben will, die nicht auf GitHub liegen sollen. SSL-Zertifikate zum Beispiel kann man da reinpacken, hostspezifische Konfigurationen oder irgendwas anderes, was über ist. Das könnte zum Beispiel so aussehen, das ist jetzt so ein Traffic-Engineering-Beispiel. Das heißt, ich habe irgendwo so einen Unterpunkt TE im Baum, habe da drin dann eine Map der BGP-Communities. Zum Beispiel dieser Core-Router hier soll für den FFRL-Export nur alles akzeptieren, was diese Community als Route dran kleben hat. Das ist so ein Text-String, der ist in einer Bird-Config definiert. Wenn diese Community an einer Route klebt, soll das von diesem Router bitte nach außen exportiert werden. Das heißt, ich kann irgendwo in meinem Netz diese Community an eine Route kleben. Und wenn das bei dem Router ankommt, schickt er das Richtung Freifunk Rheinland zu meinem Upstream raus. Und zwar an genau der Stelle, nämlich nur auf diesem einen Core-Router 1 hier und nicht an anderen. Das heißt, mein Traffic Engineering habe ich darüber so weit zusammengeschnürt, dass ich durch eine Community steuern kann, wo dieser Traffic ins Internet geht, respektive wo ich dafür Traffic reinkriege. Dann kann ich zum Beispiel auch für die Prefixes machen, da kann ich das dann dran kleben. Das heißt, dieses V6-Netz hier sind die Prefixe, die wir in die Batman-Meshes reinstecken. Da kommt bitte diese Export-Restrict-Community dran. Das heißt, dass der Router auswertet, ob er das lokal exportieren soll oder nicht an meinen Upstream. Und das soll bitte nur auf diesem Core-Router passieren. Etc. pp. Da unten haben wir noch so eine Route für einen Teil eines Netzes. Das heißt, daraus wird eine statische Route erzeugt, dass dieses /22, was Teil eines größeren Netzes ist, also nur ein virtuelles Prefix, dass das angezogen wird von eben diesem Gateway 03. Und unten dran steht noch, wie die DHCP-Config für dieses Subnetz zu bauen ist. Das heißt, das nutzen dann irgendwelche Templates, schrauben sich daraus die entsprechenden Config-Dateien zusammen. Rede ich die ganze Zeit von diesen Templates. Das wäre Jinja 2, wie schon gesagt. Das ist quasi Python. Bisschen eingeschränkt. Also es ist in Python programmiert und man hat einige Funktionen zur Verfügung. Leider nicht alles. Die kann man sich dabei reinhäkeln. Das könnte zum Beispiel so aussehen. Das kann ich auch in den States machen zum Beispiel.
Grains sind die Eigenschaften eines Nodes, auf dem der Salt, Minion dann läuft. Also das ist nicht der Server, sondern der Agent, der auf dem System läuft, das gemanagt werden soll. Und Grains sind die Client-Eigenschaften. Rechnername, Betriebssystem, Interfaces, konfigurierte IP-Adressen, CPU-Flags zum Beispiel, hat das Ding AES und I oder nicht? Möchte ich bei OpenVPN AES als Krypto konfigurieren oder nicht? Kann ich davon abhängig machen? Vermutlich vergleichbar zu den Facts in Ansible. Hier wird genickt, dafür kenne ich Ansible zu wenig, aber offensichtlich ja. Das heißt, wenn das zum Beispiel eine Jesse- oder Wheezy-Kiste ist, dann möchte ich ein eigenes Repository haben, weil mir der Bird da zu alt ist. Ansonsten ziehe ich den Stumpf aus dem normalen Debian. Wäre jetzt relativ leicht abbildbar. Das geht in Ansible alles auch. Oder größerer State, ich generiere mir meine Isinga-Konfiguration. Das heißt, ich habe hier eine Schleife über alle Knoten, die ich mir aus diesem Pillar rausziehe, die da in einem Dictionary drinstehen, also sprich in einem Key-Value-Store. Und wenn diese Kiste nicht, dieser Node nicht explizit ignoriert werden soll in der Konfiguration, weil ist nur eine Testkiste, ist sowieso meistens aus, da soll bitte nichts maulen, dann wird automatisch eine Konfiguration dafür erzeugt. Das passiert wieder mit einem Template, da drücke ich die ID rein, was bei uns immer der Hostname des Knotens ist, damit es auch eindeutig ist, drücke die Konfiguration da rein, die dieser Knoten hat, Interfaces, IP-Adressen, Rollen, bla bla bla, Zertifikate. Und sorge noch dafür, dass dieses Verzeichnis da ist und danach in diesem Verzeichnis alles abgeräumt wird, was da nicht hingehört. Das heißt, ich räume auch gleichzeitig Konfigurationen für Nodes ab, die es nicht mehr gibt. Und danach starte ich Isinga einmal neu, damit er das dann macht. Das heißt, ich lege meinen Rechner im Salt an und wenn dann der Cronjob vorbeikommt auf dem Isinga-Server, einen Minion einmal tritt und ihm eine Banane zuwirft, dann habe ich danach ein neu konfiguriertes Isinga-System, was sofort anfängt zu nölen, wenn die Kiste noch nicht installiert ist. Das kann man jetzt als Feature betrachten oder kann das vielleicht auch noch schön lösen. Da gibt es jetzt noch verschiedene Variationen. Da würde ich, das ignorieren wir jetzt hier gerade mal. Aber ich habe auf jeden Fall schon mal ein konfiguriertes Monitoring, was wir ja vorhin gesagt haben. Und das fällt automatisch aus der Tüte, wenn ich das, wenn ich ein neues System hier drin anlege. Das muss ich manuell nicht mehr tun. Und aufgrund der Rollen, die an diesem System dranhängen, wird im Monitoring auch gleich gesagt, guck mal, ob da ein Bird drauf ist, guck mal, ob da OSPF-Adjacencies sind, guck mal, ob da BGP-Sessions sind und wenn nicht, mault mir das als Singer in den Telegram-Channel. Alle Jungs hier in der vorderen Reihe wissen das zu schätzen. Besonders schön bei kaputter Hardware zwischendrin. Wenn ich mein Salt erweitern möchte, kann ich da Module reintun. Dummerweise hat Ginger jetzt keinen Regex-Support. Warum ist mir eher unklar. Das heißt, das erste hochkomplexe Extension-Modul, was ich geschrieben habe, ist in voller Gänze dort zu sehen. Das ist also stumpf Python-Code. Das hat aber den Riesenvorteil, dass ich auf einmal im Ginger-Template, wo ist es? Da drauf zugreifen kann. Also nochmal zurück. Das Ding heißt ffho.py. Das ffho taucht hier vorne auf und dann drin taucht die Funktion auf. Auf einmal habe ich Regex-Support. Wenn ich Python kann, kann das so eine kurze Funktion sein oder und kann sich die Daten irgendwo herholen. Sprich, damit der Moderator ist gerade überwältigt. Ich liebe Regex in Schriftgröße 23. Dann ist doch alles gut. Das konfiguriert zum Beispiel für alle Interfaces, die aus dem 300er-Bereich sind, weil wir einen schönen, ein schönes WLAN-Management haben, die, ich glaube, in 100er-Blöcken die WLANs zu Funktionen zuordnen, automatisch, dass die Route von dem Interface in den Bird wandert, damit sie per IBGP exportiert wird. Für Kisten, die geroutetes Layer 3 als Access haben und nicht diesen ganzen Batman-Mesh-Magie-Kram nutzen. Berichtete ich, dass das ein Service-Provider-Netz wird übrigens? Ginger oder echtes Python. Templating ist total cool. Aber aufgrund der Limitationen, die Ginger hat, macht das überhaupt keinen Spaß, da irgendwas Komplexeres drin zu schreiben. Das mache ich lieber in richtigem Python. Wir haben gerade gesehen, wie einfach das ist, Funktionen aufzurufen und einzubinden. Also baue ich mir wirklich richtige Python-Module. Und jetzt kommt der SDN-Teil. Das da unten ist eine Beschreibung des Ansinnens, den ein Freifunker aus Darmstadt mal abgegeben hat. Was da alles mit drin in dem Topf? SaltStack habe ich schon erwähnt, Debian auch, Python auch, Ifapdown 2,
Der Bird fährt bei uns OSPF und BGP, wie hier in den letzten Sessions schon erklärt. OSPF wird nur benutzt für Loopback Reachability, das heißt, dass die Loopback-Adressen aller Router untereinander erreichbar sind. Da habe ich die Management-Netze noch mit drin. An jedem Standort gibt es ein eigenes Management-Netz, /24, wo dann die Switches, WLAN-Strecken, Blafasel drin sind. Und der ganze Rest an IP-Netzen, zum Beispiel dieser Routed Access etc., wird per BGP transportiert. Und die Fledermaus da oben steht für den Batman. Also für das Batman-Mesh-Protokoll. Dann gibt es jetzt dieses schöne Modul FFVO-Net. Das sind mittlerweile durchaus ein paar hundert, ich glaube schon fast vierstellig Zeilen Code. Der holt sich aus dem Pillar die ganzen Informationen über die Hosts, generiert mir schöne Datenstrukturen mit Netzwerkinterfaces. Das heißt, ich habe auch eine Abstraktion. Also ich muss nicht alle Netzwerkinterfaces ins Pillar setzen. Ich kann sagen, das Ding ist zum Beispiel eine Rolle Batman Gateway oder Batman Hop, hat diese Sites. Wir haben verschiedene Batman-Instanzen, weil es Layer 2 ist, skaliert das nicht mit 1000 Knoten. Deswegen haben wir das mal aufwendig klein gehackt in 9 Sites, dass wir noch so ungefähr 100 bis 150 pro Site haben. Und aus diesen zwei Informationen kann ich mir schon MAC-Adressen generieren, weil es dann ein Schema gibt für die Interface, kann mir die VXLAN-Tunnel generieren, kann mir die Batman-Instanzen generieren, die zusammenlöten etc. pp. Das ist alles in Python-Code gegossen. Aus den Nummern der WLANs für Transportnetze, Managementnetze, Richtfunkstrecken, kabelgebundene Sachen, die alle eigene Bereiche sind, kann ich mir OSPF-Kosten berechnen, kann eine Bird-Config bauen etc. Aus dem Traffic Engineering, was wir vorhin gesehen haben, kann ich eine BGP-Config generieren. Aus dem Wissen, welche Loopback-IPs ich habe und welche Kisten-Route-Reflektoren sind, kann ich BGP-Sessions automatisch generieren etc. pp. Ihr seht, wo das hingeht. Und DNS-Entries natürlich auch. Und dieses Modul in voller Schönheit liegt auch auf GitHub. Das kann man sich auch angucken. Das ist auch zum Großteil dokumentiert, damit ich es nach einem halben Jahr auch noch verstehe. Und ihr natürlich auch. Das heißt, wenn ich das mal aufmale, was wir hier jetzt so getan haben, habe ich da oben eine Top-SLS. Das ist jeder State heißt .sls am Ende. Oder es ist ein eigenes Verzeichnis, wo eine Init-SLS drin liegt, angelehnt an Python. Das heißt, ich habe zum Beispiel so ein State, der sich um die Network-Interfaces kümmert, mir diese Datei hier zaubert, was das Modul benutzt, was sich die Daten aus dem Pillar saugt. Ich habe einen Bird-State, der zum Beispiel die OSPF-Config schreibt, ähnliche Daten nutzt, noch so ein bisschen andere Magie nutzt, beziehungsweise das hier war der Regex-Teil. OpenVPN, eine VI-Config, damit ich mir nicht die Finger breche, wenn ich auf das System komme oder die Finger immer gleich breche. Ein Isinga, was das konfiguriert, die Hosts.config gezeigt oder SSH mit einem kleinen eigenen Auth-Modul, was ein bisschen Abstraktion hat. Es gibt einen Pillar-Eintrag mit Benutzername, SSH-Keys, möglicherweise mehreren und wo hat diese Person Rechte, Root Global oder Root nur auf den Hosts oder auf diesen Rollen, entsprechend abgebildet zu unserem Host-Konfigurationsschema. Das baut mir diese Authorized Keys, damit all die netten Menschen hier vorne auf die Systeme root sind und der Rest von euch nicht. Genau. Wie sieht sowas im Beispiel dann aus? So ein Pillar-Example. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Backbone-Router bei Vega Systems. Das ist ein Rechenzentrum in Paderborn, die uns Hosting sponsoren für einen Server und ein bisschen Platz für Richtfunkstrecken geben. Da hängt so eine Kiste in einem kleinen Schrank oben drin, also in der großen Bauform. Alle Backbone-Router sind so ein kleines APU-Board, was relativ günstig zu schießen ist. Da läuft auch ein Debian drauf. Welche ID hat das Ding? Hoppala. Daraus ergibt sich dann die Loopback-Adresse. Das heißt, diese ID nehme ich, klebe da ein bestimmtes IPv4 und IPv6-Prefix davor. Dann habe ich meine Loopback-IP. Wo steht das Teil? Wird nachher eine SMP-Location, damit es auch im LibreNMS sinnvoll auftaucht. Welche Rollen hat's? Okay, da ist ein Bird drauf, das heißt, ich brauche OSPF.BGP. Das ist ein Batman-Router, das heißt, ich muss die Interfaces generieren. Das ist ein Backbone-Router, also wie muss ich das tun? Und zum Batman gehört immer dazu, in welchen Sites steckt das drin. Das heißt, ich muss hier nur eine Batman-Instanz für Paderborn City bauen. Das Ding geht weiter. Welche Netzwerkinterfaces hat's? Das muss ich dem Ding leider sagen. Das heißt, das hat einen Channel, da stecken die zwei hier drin. Den kann er konfigurieren. Dann gibt's ein Point-to-Point-Netz zu einem Gateway, was da drin steht. Ist ein WLAN-Device, soll auf dem Bond passieren, da müssen die IPs drauf. Und über dieses Device soll ein VXLAN-Tunnel gespannt werden, damit ich das Batman darüber transportieren kann. Jetzt könnte ich ja sagen, warum mache ich das so kompliziert? Ist doch nur ein bisschen Layer 2, könnte ich auch in WLAN klicken. Klar könnte ich, aber dann müsste ich pro Verbindung, pro Site ein WLAN klicken
Und die Switch-Config habe ich mich noch nicht getraut zu automatisieren. Und da ich die so selten anfassen muss, habe ich da auch keinen Bock zu. Das heißt, wenn ich so ein neues Ding aufsetze, klicke ich mir einmal die WLANs pro Standort und den ganzen Rest fenter ich mit VXLAN ab, weil eine IP-Verbindung zwischen den Dingern brauche ich eh. Dann mache ich die MTU ein bisschen größer. Und für jede Site, die ich konfiguriere, baue ich mir einfach eine neue VXLAN-Instanz, fahre darüber meinen Batman und bin eigentlich fertig. Und das kann ich trivial automatisieren, das ist nämlich auf dem Linux. Das heißt, am Ende des Tages lande ich bei sowas. IP over Batman over VXLAN over IP over WLAN over Richtfunk. Habe in der Luft eine MTU von 1628 mit dieser ganzen Header-Schlacht. Und den Falk, den ihr auch schon kennengelernt habt, hatte da einen kleinen Kommentar zu auf Twitter. Aber es funktioniert erstaunlich gut. Also das ist alles live. Das gibt's. Das funktioniert. Seit knapp einem Jahr, anderthalb Jahren müsste das in Produktion sein. Mit welcher MTU? Also, wenn wir uns diesen Stack da angucken, sprichst du von der oder der unten? Ja. Das hätte ich wissen können, aber ich bringe ihn um. Da hier oben dran, an diesem Batman-Ding oben dran, ganz normale kleine Routerchen hängen oder an einigen Installationen in der City ganz normale WLAN-Access-Points hängen. Zum Beispiel die Werbegemeinschaft unterstützt uns. Das heißt, wir haben zwei Standorte in Paderborn City. Einmal am neuen Platz bei der Volksbank und bei so einem Modehaus hängen so ein paar Auto-Access-Points rum. Das heißt, dein Handy kann sich damit verbinden. Also ist das da oben MTU 1500, weil ich keine sinnvolle Chance habe, deinem Handy zu sagen, dass das weniger ist. Ich könnte das per DHCP versuchen. Manche Handys interessiert das, manche interessiert das mal überhaupt nicht. Das heißt, wenn ich da weniger MTU anliegen habe, du mit mehr schickst, habe ich ein schwarzes Loch, Mistgabeln, Facken, schlechter Twitter-Tweets und so weiter. Das ist alles doof. Also ist das da oben 1500 und auch gesetzt. Das heißt, meine Chance ist nur, das da unten größer zu machen. Deswegen ist da unten 1628. Das Rechenbeispiel habe ich gerade nicht zur Hand, aber das waren 4, das sind 20. Das war auch nicht die Frage. Und so weiter. Das hat aber auch mal ein paar Minuten gedauert, sich das zusammenzurechnen. Und Ping-MDO-S für die MTU ist ein gutes Hilfsmittel, um zu evaluieren, ob man das da auch durchkriegt. Wenn das nix sagt, war's falsch, und wenn das sagt Packet too big, war's gut. Für Sie getestet. Auf welcher Hardware-Plattform machen wir das? Hallo? Das tut dieser Laptop nicht, was ich möchte. Wir hatten mal einen Zoo von gesponsorter Hardware. Server, Switches, Wi-Fi-Equipment. Das war gar nicht so geil. Deswegen haben wir uns überlegt, was nehmen wir denn? Und haben uns primär auf PC-Engines, APUs konzentriert als Router. Das sind die Teile da, die hier auch Core, Border, Distribution etc. spielen. Die haben 3 Gigabit-Interfaces, netterweise direkt von Intel. Das heißt, die tun auch. Da ist eine Quad-Core 1 Gigahertz AMD-CPU drin. Die kommen mit 4 Gig RAM. Und dann steckt da bei uns noch eine 16 Gig SSD drin. Für so ein kleines Routerchen reicht das aus. Naja, du lachst. Durch die Box kriege ich nativ ohne Spielereien einen Gigabit durchgedrückt. Das beeindruckt die jetzt nicht, wenn sie das routen soll, wenn ich Offloading ausschalte. Sonst sind das eher 40 Kilobyte. Bei Routern, Linux-Routern immer Offloading ausschalten. Immer. Bitte. Danke. Eine Petition für Offloading Opt-in. Ja, das musst du mit den Herstellern ausmachen. Also Offloading funktioniert, wenn, kleiner Exkurs, wenn das System das Ende einer Kommunikation ist. Sobald es geforwardet wird, habe ich da Themen. Das heißt, wenn die Kiste routet, Offloading ausmachen. Das heißt, das ist meine Router-Plattform, die automatisiere ich dazu Tode auf Doom. Dazwischen stecken Netonics-Switches, die sind für Wireless-ISPs gedacht, das heißt, die können auch PoE. Die ganzen Richtfunkstrecken werden per Power over Ethernet mit Strom versorgt. 24 Volt, 48 Volt, zum Teil 0,7 Ampere, zum Teil 1,5 Ampere über alle 8 Adern. Und das ist passives PoE, der fragt nicht, der macht an. Dieses kleine Schüsselchen hier ist so ein 30 cm Durchmesser-Ding. Das braucht 2407, glaube ich. Davon haben wir in der City ein paar hängen. Ein paar haben wir größere, so 50er sind das, glaube ich. Und eine 60er haben wir auch irgendwo hängen. Die aufzuhängen war schon ganz sportlich. Die Switches sind managebar. Die können Channel, WLANs,
SNMP und so weiter und so fort. Das tun die auch ganz gut. Das ist glaube ich, ein amerikanisches Ding. Genau, der Zettel sagt einem, wir hatten leider keine Zeit, Doku zu schreiben. Wir haben uns auf das Produkt konzentriert. Viel Erfolg. Ein bisschen zusammengefasst. Das ist so ein A4-Zettel mit einer halben Seite kleingeschriebener Text. Ich finde das okay. Ja, wenn man schon mal einen Switch konfiguriert hat, packt man den aus, geht in das Webinterface, konfiguriert das Ding und freut sich des Lebens. Das ist aufgeräumt, man versteht, was man tut. Ist okay. Kaufe ich ihn ab. Das heißt, diese Richtfunkstrecke zum Beispiel, die geht jetzt, glaube ich, zur Volksbank von der Stadtverwaltung aus. Da liegen zwei WLANs an auf dem Kabelchen. Einmal ein Managementnetz für die Richtfunkstrecke da und ein WLAN, was den Transport zwischen dem Router an dem Standort und dem Router an dem Standort hat. Das ist irgendwie 2000 irgendwas für ist eine Richtfunkstrecke. Das fummel ich mir auf dem Switch alles in WLANs zusammen, schicke die alle tagged über einen Channel zu dem Backbone-Router. Der fummelt sich die wieder auseinander, spricht darüber Routing-Protokolle und freut sich des Lebens. Die Dinger funktionieren ganz gut, wenn man die 12-Port-Version nimmt. Die 6-Port-Version hat leider so einen Strombug. An, aus, an, aus, an, aus. Das ist dann der Punkt, wo Monitoring doof wird. Aber Downtime ist total toll. Das meiste Richtfunkzeug ist von Ubiquiti Networks, ist auch ein amerikanischer Hersteller, ist eher so Low-Mid-End. Leute, die das kommerziell machen, könnten mich jetzt möglicherweise schlagen. Da kostet so ein, also das Ding da kostet, ihr wisst das auswendig, Fufi? Sagen wir mal 80 Euro. Für ein so ein Ding. Das heißt, für unter 200 Euro habe ich eine Richtfunkstrecke, die über ein paar Kilometer durchaus noch ein paar hundert Mbit liefert. Also 300 Mbit ist so Anschlag. Dann sagt die, jetzt ist gut. Aber wenn ich irgendwie 100 Mbit durch die Luft pusten muss, was für so ein Freifunknetz erstmal ausreicht, komme ich damit schon sehr weit. Das Ding kann ich konfigurieren als Router. Wir nutzen das als Layer 2 Bridge mit entsprechend erhöhter MTU. Dann gibt es noch die Lightbeams, da haben wir jetzt hier keine auf dem Foto, das sind so Sektorantennen. Das heißt, ich habe eine 120 Grad Abstrahlcharakteristik, die nutzen wir für Pump Premium Ultra Mesh Plus. Kommunistische Premium-Frickelnetze? Ja, das sind alles die Premium-Installationen, von denen ich spreche, genau. Die nennen wir auch so. Pump. Im 5 GHz Bereich habe ich ein Problem. Die Kiste muss DFS können, Dynamic Frequency Switching. Das heißt, wenn auf dieser Frequenz irgendwas ankommt, was sagt, geh weg, das könnte zum Beispiel ein Wetterradar sein, was dummerweise im 5,6 GHz Bereich unterwegs ist, was mitten im Frequenzbereich für WLAN ist, und der Pilot beim Landeanflug das Ding relativ spät ausschaltet, dann könnte es möglicherweise unter gewissen Umständen vorkommen, dass meine WLAN-Verbindung umfällt. Und zwar wegen DFS. Das muss zertifiziert sein für Plattform und Software. Das heißt, ich kann das auf diesen Schüsseln machen, weil die Software vom Hersteller kommt. Auf meinen kleinen Plaste-Freifunkroutern fällt das aus, weil die Software nicht vom Hersteller kommt. Das heißt, 5 GHz Mesh-Anbindung. Also ich stelle zwei Router nebeneinander, die finden sich, unterhalten sich und erweitern dieses Mesh-Netzwerk. Klappt mit 5 GHz nicht legal. Dafür haben wir uns eben Pump überlegt. 5 GHz auf Standard-Hardware, also so einer Richtfunk-Schüssel, so einer Sektorantenne. Mensch zu Hause kauft sich sowas oder was Kleineres, was ein Fufi kostet, verbindet das mit dem Kabel mit dem kleinen Freifunkrouter zu Hause und hat Mesh. Deswegen haben wir Premium Ultra Mesh Plus erfunden. Das war ohne Bier, das geht auch so. Das können wir auch nüchtern. Dann gibt's noch die AC Mesh Pro. Das sind die Access Points. Das ist, wie groß wird das Ding ungefähr sein? So breit, so hoch. Schöne weiße Kiste. Oh, stimmt, ich habe ja einen dabei, aber ich weiß gerade nicht, wo er ist. Das sind Auto-Access Points, die funktionieren ganz gut. Die können eine ganze Menge Clients abhängen, auch seit 2 Jahren jetzt an ein paar Standorten schon draußen. Also das Vorgängermodell. Die drehen auch ganz gut, kosten 200 Taler, glaube ich. Ungefähr gibt es noch eine kleine Version von ohne Pro. Das ist dann so ein kleines Ding mit zwei Pinnen oben. Das kostet, glaube ich, nur knapp einen Huni, 90. Das heißt, für relativ schmales Geld kriege ich da erstmal funktionale Hardware. Jetzt so einen kompletten Kongress zum Beispiel damit auszustatten, das würde wahrscheinlich eher nicht gehen. Die zwei Access Points, die da hängen und da liegen und da hinten hängen, ist zum Beispiel auch so ein Unify-Ding aus dem Freifunkpool. Damit komme ich aber schon relativ weit für einen schmalen Euro. Wie sieht dann sowas aus, wenn wir das aufbauen?
Dann machen wir mal eine ganze Menge Hardware-Schlacht. Das wäre zum Beispiel so eine kleine APU. Da hinten ist der Switch. Schön aufgelegte Strippen aufs Dach, auf der Stadthalle in Paderborn. Das Rentier ist natürlich auch dabei. Das können wir auch in 19 Zoll. Da sieht das dann ähnlich aus. Switch, APU, selbe Hardware, nur ein bisschen andere Baureihe. Da oben drauf hängen jetzt auch eine ganze Menge Richtfunkstrecken. Und das dreht fröhlich vor sich hin. Was können wir jetzt noch machen? Was wäre schick? Aktuell kopiere ich ja oder konfiguriere ich meine ganzen Knoten durch manuelles Eintragen von Interfaces und IPs im Pillar. Das lässt sich. Das heißt, ich muss das zu Fuß aus meinem Rectables übertragen und ich bin chronisch faul. Es wäre also total cool, dass Rectables, was wir aus historischen Gründen für Dokumentation nehmen, was leider keinerlei API hat, um da, welche Kiste habe ich mit welchen Interfaces, mit welchen IP-Adressen und WLANs da drauf. Das kann ich da nicht rausziehen, außer ich ziehe es mir direkt zu Fuß aus der MySQL-Datenbank, wozu ich jetzt persönlich wenig Bock hätte. Das wird also mal zu einem Netbox werden, worüber ich das über eine JSON-API daraus poolen kann. Dann basteln wir noch an einem DNS-Anycast-Setup. Das heißt, auf jedem Virtualisierungshost soll eine Infrastruktur-VM laufen, in der zum Beispiel ein DNS-Slave oder ein Recursor läuft. Jeder davon announced dieselbe IP, wenn es ihm gut geht. Da gibt es so ein nettes Tool, das nennt sich Anycast Health Checker, ist auch in Python geschrieben. Ich glaube, das hat jemand bei Booking entwickelt. Das in Kombination mit einem Bird erlaubt mir, guck doch mal, ob es dem Dienst gut geht. Wenn ja, announce du die Route, wenn nicht, dann nicht. Das heißt, wenn ich irgendwas neu starte und der DNS-Server dabei umfällt, gehen die Clients halt zum jeweils dann nächsten und nehmen halt sonst immer den möglichst weit lokal vorhandenen. Zum Teil gibt's das schon. AppPath wäre noch ganz geschickt für mehr Routen. Gut, und dann Weltfrieden und so. Das Interface ist aus Netbox-Poolen, ist auch gar nicht so kompliziert. Das habe ich fürs Rheinland-Backbone schon mal gebaut. Da gibt's das Projekt Grubenlampe. Wir bauen ja schließlich Tunnel. Die Idee, die wir beim Freifunk Rheinland hatten, ist, wir setzen so ein Netbox auf. Und davor setzen wir ein Stück Go-Daemon, den gibt's zum Teil schon. Mit dem unterhalten sich die Communities, beantragen oder legen einen Endpunkt an. Sprich, die große Kiste da ist zum Beispiel ein Endpunkt aus Sicht des Freifunk Rheinlands. Hat eine öffentliche IP, hat eine AS-Nummer, dann eine private zufällig fürs Rheinland. Und die hätten gerne Tunnel. Wenn wir das dann genehmigen, das Request, läuft dieser Grubenlampen-Go-Daemon los und legt im Netbox die Tunnel an. Also legt das Gerät an, konfiguriert sich die Tunnel mit IPs etc. Und ein Grubenlampe.py zieht sich das aus dem Netbox raus, ist Teil des Salts an der Stelle und konfiguriert entsprechend die Netzwerkinterfaces. Das sieht man jetzt hier gerade, wie die dann aussehen könnten. Das heißt, für jedes Interface, was ich da habe, habe ich einen schicken Namen, habe eine lokale IP-Adresse, also des Routers, auf dem ich gerade bin, die IP-Adresse der Gegenstelle und die Prefixes, die da drauf sind, sprich die IP-Adresse samt Netzmaske. Und bin eigentlich fertig, lade danach die Netzwerkinterfaces neu, buff. Wenn ich die stehen habe, konfiguriere ich mir noch entsprechend die BGP-Tunnel, fummel mir da die IP-Adressen raus, schneide die Netzmasken ab und so ein paar Kleinigkeiten und baue noch eine entsprechende Community da dran oder einen Filter da dran, was ich akzeptiere. Und dann kommen wir ungefähr da an. Oder da. Wen das... Genau, der kennt das. Wen das im Detail interessiert, ich habe mal angefangen, also es gibt schon einen älteren Vortrag dazu und ich habe mal angefangen, das Ganze zu verbloggen, wie das funktioniert, so von unten nach oben, warum ist das so entstanden, wie funktioniert das Freifunknetz im Detail. Da wird es auch noch ein paar mehr Blogartikel geben, wenn ich mal Zeit habe. Also nie, ja, ich hoffe doch. Er automatisiert doch jetzt. Das ist doch schon automatisiert. Dann hast du auch jetzt Zeit. Ja, wenn ich keine Talks für die Frostcon vorbereiten muss, habe ich auch Zeit, ja. Genau, also da ist noch so ein bisschen Further Reading. Da wird auch noch mehr kommen. Und damit wäre ich durch. Fragen an Fragen, die erste sehe ich schon. Wie ist es dann eigentlich gemacht? Sind die ganzen Wi-Fi-Clients dann in einem großen L2 drin oder sind die separiert und wie kommen die dann, also wenn die jetzt so durch die Stadt laufen, von einem L2 ins andere? Das kommt drauf an. Innerhalb von Paderborn, also das ist dieses Konzept der Sites, da stand ja vorhin Site Pad City.
Das heißt, Paderborn Stadt ist eine eigene Site, das ist ein Layer-2-Netz. Also eine Site entspricht einer Batman-Instanz, was ein Layer-2-Netz ist. Das haben wir bewusst so gemacht, damit dieses, ich habe mein Handy in der Hand und laufe durch die Einkaufsmeile in Paderborn, nennt sich da Westernstraße, laufe da durch und wenn ich dann mal flächendeckendes WLAN an der Stelle habe, bleibe ich die ganze Zeit im selben Netz und merke nicht mal, dass ich die Access Points wechsle. Deswegen nutzen wir an der Stelle auch das Batman-Konzept. Wir hätten ja sagen können, innerhalb der Stadt machen wir irgendwas total Geiles anderes. Aber da wir Batman eher in der Backe haben, nutzen wir das da aus und transportieren, jetzt gehen wir gerade zurück zu der Übersichtsfolie, wo ist sie? Da. Zwischen all diesen Routern hier, also alle, die man hier jetzt sieht, zwischen jedem Knubbel gibt es jeweils VXLAN-Verbindungen, wo drin das Batman transportiert wird. Das heißt, wenn ich an jedem dieser Standorte einen Access Point aufhänge, es hängt nicht an jedem einer, habe ich da dasselbe Layer-2-Netz und wenn ich dazwischen hin und her tapse, bleibe ich im selben Netz. Noch eine Frage? Hast du nicht mit VXLAN auch schon ein Layer 2? Wozu hast du dann VXLAN und Batman? Das VXLAN nutze ich nur, weil ich faul bin und auf zum Beispiel dem Switch hier in der Mitte und dem Switch da nicht noch mehr WLANs konfigurieren möchte, sondern nur ein Transport WLAN zwischen diesen zwei Routern, worüber ich IP spreche, V4, V6. Und über dieses IP-Netz, was ich dann eh schon habe, spanne ich mir ein VXLAN nur zwischen diesen zwei Knoten. Das ist eine Unicast-Verbindung. Ich nutze Multicast-Adressen, weil ich dann die IP der Gegenseite nicht raussuchen muss im Salt. Deswegen gibt es eine eindeutige Multicast-Adresse, weil ich die auf beiden Seiten einfacher berechnen kann. Das ist reine Faulheit. Nutze ich dieses VXLAN Point-to-Point-Ding, um darüber Batman aufzuspannen. Das ist nur die Faulheit, um nicht WLANs konfigurieren zu müssen auf den Switchen. Pro Verbindung, pro Site. Weil es einfach einfacher zu automatisieren ist.